Verwechseln Sie bitte nicht das Einfache mit dem Simplen. Da ist ja doch ein Unterschied. Nicht wahr? Aber wahrscheinlich aus dem Grunde der Klarheit, nicht der Billigkeit oder irgendetwas. Das kommt uns gar nicht in den Kopf, wenn wir arbeiten. Herzlich willkommen an diesem besonderen Ort und besonderen Tag. Seit 2015 war sie geschlossen, die neue Nationalgalerie wurde von Grund auf saniert und heute ist es soweit. Ich darf Sie begrüßen, leider nur digital, aber dafür in aller Welt, zur Schlüsselübergabe und zum Schwelgen in Mies van der Rohes Baukunst. Seine Idee vom Wenigen, das so viel sagt, seine Suche nach Einfachheit und Clara scheinen klarer denn je. 5 Jahrzehnte haben wir hier aufregende Kunst gesehen, aber zum Schluss auch Rost und Risse. Dann ging es los mit der Sanierung und es ist wirklich überwältigend. Der Tempel der Moderne strahlt in makelloser Schönheit. Zu verdanken haben wir das einer grandiosen Zusammenarbeit vom Bundesamt für Bauwesen und Raumgestaltung, Nationalgalerie, Landesdenkmalamt und natürlich dem Team um den Architekten David Chipperfield. 140 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet aus Mitteln des Bundeshaushalts. Eine, die immer dafür gekämpft hat, ideell und finanziell, ist Monika Grütters, Staatsministerium für Kultur und Medien. Wir freuen uns, dass sie heute da ist. Ja, sehr verehrte Frau Staatssekretärin Bohle, sehr geehrter lieber David Chipperfield, lieber Herr Professor Patzinger, lieber Herr Dr. Jäger, liebe Frau Wesseler, liebe Frau von Pein, danke für die Moderation, liebe Freundinnen und Freunde der neuen Nationalgalerie, verehrte Damen und Herren. Es hat zweifellos schon bessere Zeiten für ein glanzvolles Museums-Comeback gegeben als mitten in einer Pandemie, die Besucher Andrang nur im digitalen Raum ermöglicht. Und doch war es wohl schon lange nicht mehr so wichtig, der Kunst einen Raum zu geben und Kunsträume in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, als in diesen Zeiten. Allein schon, um deutlich zu machen, Kunst ist und bleibt überlebensnotwendig für eine demokratische Gesellschaft. Und noch größer als die Sicherheitsabstände zwischen den wenigen Gästen hier in der neuen Nationalgalerie ist deshalb meine Freude, dass sie nach aufwendiger, denkmalgerechter Sanierung eindrucksvoller denn je zurückkehrt in die erste Reihe der Hauptstadt-Kultureinrichtungen. Damit können wir nach der Eröffnung der James-Simon-Galerie und des Humboldt-Forums und nach der Wiedereröffnung der Staatsbibliothek unter den Linden nun auf der 4. großen Kunstbaustelle des Bundes in Berlin Fertigstellung vermelden. Und das trotz so mancher Corona-bedingter Schwierigkeiten, von denen nur die bereits 2019 eröffnete James-Simon-Galerie verschont blieb. Allen
die an diesem Erfolg Anteil haben, danke ich herzlich für ihr Engagement und ihr beharrliches Bemühen, dieses mit 140 Millionen Euro aus dem Kulturetat des Bundes finanzierte Bauvorhaben voranzubringen. Dank gebührt dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung und dem Bundesministerium des Inneren für die konstruktive Zusammenarbeit, vor allem aber dem Architekturbüro Chipperfield Architects. Sie und Ihr Team, lieber David Chipperfield, haben die originalgetreue Instandsetzung dieses Kunstwerks mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail und mit feinem Gespür für das architektonische Vermächtnis eines der bedeutendsten Architekten der Moderne begleitet, so dass ganz gewiss auch Mies von der Rohe selbst dankbar und begeistert davon wäre. Er hätte vielleicht auch unserem pandemiebedingt bescheidenen Festakt heute etwas abgewinnen können, denn pompöse Feierlichkeiten aller Art waren ihm ja eher zuwider. Beim Eröffnungsfestakt, wir haben gerade einige Bilder davon gesehen, beim Eröffnungsfestakt fasste er sich deshalb kurz und beschränkte seine Würdigung auf die technisch herausfordernde Montage der 1200 Tonnen schweren Dachplatte. Ich zitiere: Ich will hier nur den Stahlfritzen danken und den Betonleuten. Als das große Dach sich lautlos hob, da habe ich echt gestaunt, ist im besten Berlinerisch so überliefert. In Staunen versetzt und begeistert hat dieses gewaltige Dach auf 8 Stützen diese Ikone moderner Architektur seither Millionen Besucherinnen und Besucher nicht nur mit seiner radikalen Klarheit und Offenheit, sondern auch mit spektakulären Projekten, die in der Weite des Raumes geradezu elektrisierende Wirkung entfalten. Man denke etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, an Otto Pienes Lichtshow The Proliferation of the Sun und sein Sky Art Event über dem Dach des Gebäudes. So hat Mies von der Rohe lichtdurchfluteter Kunsttempel sich über die Jahre zu einer wahren Pilgerstätte für Liebhaberinnen und Liebhaber moderner Kunst entwickelt. Umso bitterer, dass tausende Werke aus dem Bestand der Nationalgalerie mangels Ausstellungsflächen meist in den Depots lagerten und bis heute nie im großen Zusammenhang gezeigt werden konnten. Genau das wird jedoch in wenigen Jahren in direkter Nachbarschaft zur neuen Nationalgalerie auch endlich möglich sein. Mit dem Museum des 20. Jahrhunderts bekommt Deutschland einen Ort, der die Erschütterungen und Umbrüche jenes Jahrhunderts, das wie kein anderes unser heutiges demokratisches Selbstverständnis prägt, im Spiegel der Kunst sichtbar macht. Der Grundstein dafür ist nach jahrzehntelangen Debatten über die städtebauliche Situation am Kulturforum gelegt. Die Arbeiten auf der nächsten großen Kulturbaustelle des Bundes haben vor wenigen Monaten begonnen. Dass kontroverse Debatten übrigens über den Entwurf dafür nicht die schlechteste Begleitmusik sind, zeigt die Geschichte der neuen Nationalgalerie. Anfangs als Tankstelle verspottet, avancierte sie bald zu einem Aushängeschild der Kulturnation Deutschland und zu einem Sehnsuchtsort zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler, denen eine Ausstellung unter Mies van der Rohes Stahldach einen dauerhaften Wohnsitz im Olymp der Kunst bescheinigte. Sehnsuchtsort ist die neue Nationalgalerie in diesen Zeiten mehr denn je auch für all jene, die Museen, so wie ich, als Orte der Inspiration und Konfrontation, des konzentrierten Nachdenkens und der öffentlichen Debatte schmerzlich vermissen. Trotz neuerlicher Einschränkungen durch die Notbremse werde ich deshalb weiterhin darauf drängen, dass Museen und alle anderen Kultureinrichtungen, die vielfach unterstützt aus dem Bundesprogramm Neustart Kultur wirksame Hygienekonzepte entwickelt haben, dass also diese Kultureinrichtungen so bald wie möglich und dann bitte auch dauerhaft wieder öffnen können. Ich bin zuversichtlich, dass die neue Nationalgalerie ihr Publikum im August mit den ersten Ausstellungen willkommen heißen kann und unter anderem mit Werken Alexander Calders, des Meisters der bewegten Skulptur, Energie und Dynamik in den Berliner Kultursommer bringen wird. Das jedenfalls wünsche ich Berlin, das wünsche ich der Kunst- und Kulturbranche, das wünsche ich uns allen und Ihnen allen, lieber Herr Dr. Jäger und Ihrem Team, wünsche ich die Fortschreibung der Erfolgsgeschichte der neuen Nationalgalerie
und dabei immer eine glückliche Hand. Vielen Dank. Dank an die Akademisten der Berliner Philharmoniker. Natürlich hätten wir diesen für Kunst- und Architekturfreunde wichtigen Tag gern ganz anders gefeiert. Viel öffentlicher, mit vielen Gästen, die sich danach sehnen, endlich wieder dieses vielleicht schönste Gebäude der Stadt zu betreten. Geht aber nicht in diesen Zeiten. So wird auch David Chipperfield aus London uns nur digital zugespielt. Und auch der Gruß aus Chicago von Dirk Lohan, Architekt und Enkel von Mies van der Rohe, der damals beim Bau die Projektleitung hatte und seine Erfahrungen nun auch in die Sanierung einfließen ließ. Was damals gebaut wurde, wurde vom Sanierungsteam nicht in Tausende, sondern in Zehntausende Einzelteile zerlegt, repariert, modernisiert und dann wieder zusammengeführt. Die Federführung dabei hatte wie immer das Bundesamt für Bauwesen und Raumplanung, was zum Bundesbauministerium gehört. Und von da nun bei uns begrüßen wir herzlich die Staatssekretärin Anne-Kathrin Bohle. Ja, herzlichen Dank für diese charmante Anmoderation. Und ich fühle mich in der Tat geehrt, an diesem Tag hier zu sein. Und ich will nicht verhehlen, auf diesen Tag habe ich gewartet. Das ist ein Ort, mit dem ich persönlich eine Menge verbinde. Und man muss nicht Kunst- oder Architekturaffin sein, um diese Inkunable der Architektur zu lieben. Und gerade weil sie sich jetzt viel mehr mittiger in Berlin betrifft. Und das erste Mal, ich glaube 73 oder 74 war ich hier, war das am Rand. Aber trotzdem hat dieser Bau mich von vornherein eingenommen. Wenn man groß wird mit guten und fantastischen Bauwerken, dann ist es völlig logisch, dass man eine solche Affinität leben kann. Und ich danke, dass ich in diesem Job, wenn ich es mal so sagen darf, liebe Frau Staatsministerin Grütters, insbesondere liebe Frau Präsidentin Wessler, Herr Präsident Patzinger, Herr Generaldirektor Eisenhower, der Gruß geht nach Chicago, an Herrn Lohan und vor allen Dingen an dich, David Chipperfield, nach London und dein Team. Es ist bei großartigen Baudenkmalen wie der neuen Nationalgalerie. Da liegt der Wert dessen, was hier jetzt in den letzten Jahren geleistet worden ist, überwiegend in dem nachher nicht Sichtbaren. Und die Qualität, die Mies van der Rohe mit diesem Raum geschaffen hat, mit diesem Ort geschaffen hat, die haben Sie ganz gehaltvoll, behutsam, aber mit all den Möglichkeiten, die uns die heutige Technik bietet, noch einmal verbessert. Auch wenn man Ihre Leistung gar nicht so sehen wird. Aber darin liegt eine besondere Leistung, dass Sie es uneitel, dem Zweck untergeordnet, geschafft haben, diesen Raum neu zu erwecken. Und ich freue mich und ich bin der festen Überzeugung, es wird fantastische Ausstellungen geben. Dieser Ort hätte heute sicherlich eine ganz andere Eröffnung verdient. Aber vielleicht spüren Sie auch schon bei der Rede von Staatsministerin Grütters, wie dankbar wir sind, diesen Ort zu haben und dass dieser Ort uns in eine Zukunft bringt. Nicht nur für Baukultur, nicht nur für Architektur, sondern für etwas, was im Miteinander von essentieller Bedeutung ist, nämlich der Austausch untereinander, kulturelles Leben, ein Ort für die Menschen. Denn das in der Nationalgalerie, in der neuen Nationalgalerie, war immer ein Ort. Egal, ob man reinging oder draußen war, er hat Menschen magisch angezogen und das wird er in Zukunft wieder tun. Und mit unserer nächsten großen Bauaufgabe, wo dankenswerterweise auch die Bauverwaltung, an die ich mich jetzt ausdrücklich wenden müsste, nicht nur, weil sie in meinem Hause ist. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen haben viel ertragen in diesem Zusammenhang. Sie haben die pandemischen Zustände mit überwunden, aber sie haben auch die Lust am Bauen gespürt. Und ich weiß, dass in dem Team ein jeder dankbar war, dass er in diesem ganz besonderen Projekt teilhaben konnte. Wir engagieren uns nicht nur auf der Museumsinsel für den Erhalt und die Weiterentwicklung des baulichen Erbes in Berlin und im Bund. Hier am Kulturforum wird richtig Spannendes stattfinden. Es wird Erhalt geben, es wird Erweiterung bestehender Bauwerke geben. Alleine, wenn ich zurückgucke auf die andere Seite, die Sie bei einer nächsten Einstellung mit Sicherheit sehen will, die Staatsbibliothek von Hans Scharoun, der Neubau des Museums des 20. Jahrhunderts. Wir werden Herausforderungen ohne Ende haben. Es wird eine kulturelle, es wird eine gemeinwohlorientierte Mitte werden. Ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, wobei ich sage, alle von uns sind privilegiert. Das geht insbesondere an die tollen Szenierungen, Herr Patzinger, die Sie und alle Kollegen für die Nationalgalerie, die dabei mitmachen dürfen, sage ich jetzt auch noch mal ganz deutlich. Es wird spannende Ausstellungen geben. Es wird weiter eine intensive Zusammenarbeit geben. Und ich möchte schließen von meiner Seite mit einer ganz persönlichen Bemerkung.
Thank you very much, David. You did an awesome job again. You and your team, and I'm very sorry that you can't be here with us today, but so we say that we will meet very shortly in future, and I hope it will be this place. Thanks a lot und alles Gute Ihnen allen. Bleiben Sie alle gesund und lassen Sie uns diesen Ort erneut leben. Vielen Dank. Time in a building which doesn't want to cope with time. Das Gebäude wird saniert und man überlegt eben den Weg wieder hin zu dem Gebäude und versucht natürlich Erfahrungen zu nutzen, die man mit dem Gebäude gemacht hat. Was war eigentlich nicht wirklich gut? Wo kann man Sachen verändern und wo kann man optimieren, wo kann man bestimmte Dinge, die man wieder mitbringt, anders nutzen. Aber das geht eben auch bis ins Kuratorische. Welche Räume haben sich eigentlich bewährt und wie möchte man das Gebäude weiter betreiben? To be honest, we can't really win here. All we can do is make a mistake. If we don't make mistakes, no one will know. I mean, if we do our job perfect, no one will know what we've done. The only time we will be recognized if we make a mistake. Wechseln Sie bitte nicht das Einfache mit dem Simplen. Da ist doch ein Unterschied. Good morning. Dear Minister Grütters, dear Secretary Böhle, dear Professor Pratzinger, dear Petra Wessler, dear Professor Eisenhower, ladies and gentlemen. Today's ceremony is both exciting and frustrating in equal measures. In spite of these strange circumstances that we find ourselves in, we can at least celebrate the return of this wonderful building back to the city, or at least back to its owners, as the first step in it once again playing its important role in the cultural life and identity of Berlin. We have all become familiar with this virtual world, and we've probably learned some lasting lessons. However, a virtual handing over of an architectural monument is not a very satisfying proposition for all involved, especially after working so many years so closely with this great piece of architecture. Indeed, suspended as we all are in our ambiguous condition, where parts of our physical world have become more important while others have faded, today's experience only confirms the importance of the physical and social dimensions of our lives. This great building of the architectural master, Mies van der Rohe, is not only a testament to architecture in its physical, material, and spatial possibilities, but it is also a testament to the important role that architecture plays in society and its potential to focus ambitions and aspirations and to represent our desire for community in its physical form. It is difficult to think of another building that so directly
represents the potential power of architecture. In its realization, it shows the principal ideas of its architect, and as one of his most important works, it occupies a place in the history of architecture, finding extreme harmony in the coordination of structure and space, construction and material, purpose and form. Its importance in the canon of modern architecture is not in doubt, nor is its importance in the history of post-war Berlin. Positive reaction to this project. But of course, our task was to return somebody else's work to the condition that it deserved to be in. We knew that our presence would only be evident through the making of mistakes. Not failing was our mission, and I feel reasonably comfortable that we succeeded. We can now step back behind the curtain and be happy that this great piece of architecture is once again on show at its best, and be proud to be associated with it and the work of the architect that we are really here to celebrate today, Ludwig Mies van der Rohe. Thank you very much. Obwohl ich heute sehr gerne mit Ihnen und bei Ihnen in Berlin sein würde, um an der Schlüsselübergabe für die neue Nationalgalerie teilzunehmen, war dies leider nicht möglich wegen der internationalen Coronavirus-Pandemie. Und so kommt es, dass ich Ihnen meine Grußworte heute aus dem entfernten Chicago zuschicke. Wie Sie wissen, war ich von Anfang an der Entstehung der neuen Nationalgalerie beteiligt, denn in den 60er Jahren arbeitete ich als junger Architekt bei meinem Großvater Mies van der Rohe in dem Chicagoer Büro, und ich reiste regelmäßig nach Berlin, um die Bauleitung zu führen. Für mich war dieses Gebäude von großer Bedeutung, und ich bin sehr glücklich, dass ich wiederum aufgefordert wurde, als beratender Architekt an der Renovierung, der Grundinstandsetzung dieser architektonischen Ikone ebenfalls mitarbeiten zu dürfen. Nicht jeder Architekt kann sagen, dass er zweimal in seinem Leben an demselben Projekt gearbeitet hat. Die Zusammenarbeit mit dem Büro Chipperfield und dem Bundesamt für Bauwesen unter der Leitung von Arne Weibohm war ganz besonders harmonisch, vor allem weil die führenden Architekten dort ein tiefgehendes Verständnis für die Architektur von Mies van der Rohe an den Tag legten. Meine Grußworte heute sind verbunden mit der Überzeugung, dass Mies van der Rohe mit dem Resultat der Renovierung seines letzten und wichtigsten Gebäudes außerordentlich zufrieden und glücklich wäre. Ich danke allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben, für die hervorragende Leistung, dieses Meisterwerk der Architektur für die Zukunft erhalten zu haben. Vielen Dank. Ehren hier Scharuns Philharmonie und Stühlers Matthäuskirche. In einem Gespräch über diese einzigartige Nachbarschaft meinte Hermann Patzinger kürzlich: Wir sind am Kulturforum vom Glück geküsst. Von solchem Glück wird er uns wahrscheinlich auch heute erzählen. Wir hören nun den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ja, zunächst einmal möchte ich der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker ganz herzlich danken. Sie bereichern diesen wichtigen Tag heute, dieses Ereignis wirklich ausgesprochen glanzvoll. Und es zeigt auch, was eine gute Nachbarschaft bewirken kann. Und ich glaube, das unterstreicht darüber hinaus, dass wir keine Solitäre sein dürfen, weder architektonisch noch institutionell, sondern wir müssen zusammenfinden. Und dann wird dieser Ort auch zu einem ganz besonderen Ort der Kunst und Kultur werden. Sehr geehrte Frau Staatsministerin, liebe Monika Grütters, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Bohle, lieber David Chipperfield,
Petra Wesseler, Michael Eisenhauer, Joachim Jäger, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben lang auf diesen Tag gewartet. Es ist ein ganz, ganz besonderer Tag und die Freude ist natürlich riesengroß. Die neue Nationalgalerie kehrt zurück. Es war das letzte große Projekt von Ludwig Mies van der Rohe. Vielleicht kann man in gewisser Weise sagen, auch eine Art von Vermächtnis von ihm. Es ist der Tempel der westlichen Moderne und es ist eines der schönsten Museumsgebäude des 20. Jahrhunderts, wenn nicht sogar darüber hinaus. Und die Errichtung dieser neuen Nationalgalerie in dieser Form in den 60er Jahren war ein ungemeines Zeichen des Aufbruchs und des Muts. Mir gehen die Fotos nicht aus dem Sinn, ich habe es in Vorbereitung des heutigen Tages nochmal gesehen, vom Baubeginn, während des Baus hier diese brache Ödnis. Natürlich, die Philharmonie stand bereits, ansonsten nichts. Am Horizont Abbruchruinen als Relikte des Zweiten Weltkriegs. Und es war schon ein starkes Zeichen des Aufbruchs und auch der freiheitlichen Utopie, hier dieses Gebäude an dieser Stelle zu errichten. Das Kulturforum hat sich weiterentwickelt. Das Kulturforum ist an die neue Nationalgalerie herangewachsen. Sie wird vollendet. Wir arbeiten gerade direkt neben der neuen Nationalgalerie an der Vollendung des Kulturforums. Und das ist auch gut so. Es wird ein großartiger Ort werden, aber ein Ort, in dem dieses Haus immer eine ganz besondere Rolle spielen wird. Es ist irgendwie diese Erhabenheit, diese natürliche Autorität, diese Klarheit der Formen, die dieses Haus so bestechend machen und sozusagen, es bleibt bestechend, unabhängig, wie sich die Umgebung verändert und weiterentwickelt. Dieses Haus steht so ein bisschen am Rande des Kulturforums und doch ist es immer mittendrin. Und ich glaube, das zeichnet bestechende und großartige Architektur wirklich aus. Das tragende Konzept der Sanierung war natürlich so viel Mies wie möglich. An einigen Stellen hat David Chipperfield und alle Beteiligten sogar etwas mehr Mies erzeugt als jemals zuvor. Man denkt nur im Sockelgeschoss, die Verlagerung von Flächen, die Gewinnung neuer Bereiche, die im Grunde einen Ausstellungsrundgang ermöglichen, so wie er ursprünglich von Mies van der Rohe geplant war. Bestechend ist aber auch, dass die Spuren der Zeit, dieses Haus besteht über 50 Jahre, dass die Spuren der Zeit erhalten geblieben sind. David Chipperfield sagte es bereits, 35.000 Teile, Holzpaneele, Granitplatten wurden entfernt. Sie wurden nummeriert, katalogisiert, kartiert, konservatorisch behandelt und wieder an ihrem ursprünglichen Platz verbaut. Nur ganz wenige, die stark zerbrochen waren, wurden ausgetauscht. Gleichzeitig musste das Haus aber auch fit gemacht werden für die Erwartungen, für die Herausforderungen eines Museums des 20. und vor allem 21. Jahrhunderts. LED-Beleuchtung, Klimatechnik, Barrierefreiheit. Und nur ein Detail, als das Haus 1968 eröffnet wurde, hat es 80 Kleiderhaken. Heute gibt es in der Garderobe Platz für Mäntel und Taschen von 1.300 Personen. Ich glaube, das zeigt die Unterschiedlichkeit der Erwartungen, der Herausforderungen. Und diese Glasscheiben, diese Glashalle, die immer dieses Haus mit der Umgebung verbunden haben, die Schlieren haben vor der Sanierung des Vereins schon beträchtlich beeinträchtigt. Und jetzt ist es wieder so, als ob dieses Haus sozusagen den Außenraum förmlich hineinzieht, mit der Stadt eins wird und außen und innen auf ganz großartige Weise miteinander verbindet. Das alles verdanken wir David Chipperfield, Martin Reichert und ihrem Team. David Chipperfield Architects hat hier erneut Maßstäbe gesetzt. Dass sie das können, wussten wir. Ich muss nur an das neue Museum erinnern. Aber dass sie das auch für die Moderne können, das haben sie eindrücklich unter Beweis gestellt. Dieses Projekt war dennoch eine großartige Gemeinschaftsleistung. Und es ist vielen, denen man danken muss. Natürlich David Chipperfield, Martin Reichert und allen Beteiligten ihres Teams. Aber natürlich auch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, liebe Frau Bohle, liebe Frau Wesseler, mit dem Projektleiter Arne Maibohm, der hier auch Großes geleistet hat. Natürlich ist dann das Denkmalamt, das immer in alles involviert war, bei solchen Inkunabel geht es gar nicht anders. Natürlich die Miesgemeinde, wir haben Dirk Lohan gehört, der als junger Architekt mitbaute und die Sanierung mitberaten hat, das war enorm wichtig. Und natürlich auch die ganzen Planer und ausführenden Firmen. Ganz besonders möchte ich aber auch danken den Mitarbeitern der Staatlichen Museen zu Berlin, der Nationalgalerie unter der Leitung von Udo Kittelmann und Joachim Jäger, die natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil dieses Teams immer gewesen sind. Der Dank kann aber nicht enden
ohne ihn auch an die Staatsministerin, an unsere Stiftungsratsvorsitzende zu richten, die zusammen mit dem Haushaltsausschuss des Bundestages die Mittel für dieses große Projekt bereitgestellt haben. Es ist gut investiertes Geld. Das, glaube ich, kann man hier voller Überzeugung sagen, weil es eins der bedeutendsten Gebäude des 20. Jahrhunderts ist. Natürlich würden jetzt möglichst viele, möglichst gerne und möglichst schnell hier in dieses Haus hineinströmen, es in Besitz nehmen, es betrachten, alle Details sehen, ohne die Kunst. Das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis, ein solches Gebäude ohne Kunst erfahren zu können, sich anzueignen. Das geht leider nicht aufgrund der Pandemie. Wir bereiten derzeit 3 Tage der offenen Tür Ende Mai vor. Wir hoffen, dass es dann möglich ist. Und wenn es nur unter Pandemie-Maßnahmen möglich ist, aber da sind wir guter Hoffnung, dass das möglich sein wird. Und dann am 21. August die Eröffnung, ab 22. August ein kongeniales Ausstellungsprogramm. Es wurde ja bereits erwähnt, hier oben in der Halle Alexander Kolder, Zeitgenosse von Mies van der Rohe, der natürlich durch eine permanent hier im Außenraum aufgestellte Skulptur ganz eng mit diesem Gebäude verbunden war. Seit 50 Jahren in Berlin nicht mehr ausgestellt. Das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um ihn hier zu präsentieren. Im Sockelgeschoss wird mit der Sammlung gearbeitet, Kunst der Gesellschaft, eine Ausstellung über den Bestand der Nationalgalerie zwischen 1900 und 1945. Ich denke, das ist ein großer Aufschlag und wir freuen uns auf Weiteres. Die neue Nationalgalerie hat seit ihrer ersten Eröffnung 1968 das kulturelle Leben in Berlin und auch darüber hinaus ganz, ganz wesentlich geprägt. Und ich bin sicher, dass die Verantwortlichen diese Erfolgsgeschichte auch in die Zukunft fortschreiben werden. Die Weichen haben wir jetzt dafür gelegt. Aber wir können nur kurz innehalten. Das Bauen am Kulturforum, das Vollenden des Kulturforums geht weiter. Die Staatsbibliothek gegenüber von Scharoun wird bald mit der Sanierung, mit der Grundsanierung beginnen. Und natürlich, an der Baugruppe sind wir bereits, das neue Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts, das zusammen dann mit diesem Gebäude eines Tages unterirdisch verbunden ein großes Erlebnis für die Kunst des 20. Jahrhunderts hier bieten wird. Ich finde, das ist etwas, auf das man sich ungeduldig freuen kann. Vielen Dank. Mich interessiert eine klare Struktur. Ich will ja eine Struktur, strukturelle Architektur haben, weil ich finde, da, das ist das Einzige, wo wir eine wirkliche Fühlung mit der Essenz unserer Zivilisation haben können. Maybe it's a coincidence as well, this sort of wonderful coincidence of an architect capable of a utopian building in a city which needed some utopian thoughts, you know, at a time that it was looking again for a future. Thank you.
Wiedereröffnung Sommer 21. Da wächst die Vorfreude, dass ja endlich wieder die Kunst einzieht. Mies van der Rohe, der sich übrigens immer für Kunst interessiert hat, soll in Berlin zwei Werke besessen haben, Wassily Kandinsky und Max Beckmann. In Chicago dann wuchs seine Sammlung und er umgab sich in der Wohnung mit viel Kunst, zum Beispiel Paul Klee. Und Dirk Lohan hat seinen Großvater in den letzten Monaten vor dem Tod regelmäßig einmal die Woche, jeden Donnerstag, dort mit Turmband getroffen und ihn befragt. Und der 83-jährige Mies erinnert sich dabei besonders an seine Anfangsjahre, wie er noch in Aachen sein Talent für Zeichnen entdeckt, zum Beispiel für Ornamente an Stuckfassaden, wie er als 19-Jähriger nach Berlin kommt, als Bauzeichner für das neue Rathaus in Rixdorf, was er dann von den Architekten Paul und Behrens lernt und wie er Schinkel und Messel bewundert. 1912 macht er sich selbstständig und genau auf der anderen Seite von hier, 500 Meter entfernt am Landwehrkanal, hat er bis zur Emigration 1938 sein Büro gehabt. So schließt sich ein Kreis, ein großes Lebenswerk. Und heute geht von der neuen Nationalgalerie nun die Freude aus für eine neue Zukunft. Die Bauarbeiten sind beendet, es kann das Museum wieder einziehen und deswegen kommen wir jetzt zur feierlichen Schlüsselübergabe. Die Präsidentin vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Petra Wesseler, gibt den Schlüssel an den Generaldirektor der Staatlichen Museum zu Berlin, Michael Eisenhower. Bitte, Frau Wesseler. Sehr geehrter Herr Generaldirektor Eisenhower, es ist mir eine große Ehre, Ihnen heute als Präsidentin des BBR den Schlüssel für die wiedergewordene, sanierte neue Nationalgalerie zu überreichen. Es ist der Originalschlüssel von einem Geldschrank der neuen Nationalgalerie. Zeigt dies doch, dass bei dieser Maßnahme wirklich jedes Detail sorgsam bewahrt wurde. Ich wünsche Ihnen für dieses Haus eine gute Hand, dass Sie diese Ikone der Moderne weiter bewahren und vor allem die Schätze, die Kunstschätze dieses Hauses bewahren und einem breiten Publikum in dieser neu sanierten, wunderbaren Gebäude präsentieren könnten. Ich darf allen Beteiligten, sie wurden schon vielfältig aufgezählt, herzlich danken, dass Sie an diesem großartigen Projekt mitgewirkt haben und ich heute in der Situation sein darf, den Schlüssel für das weitere in diesem Haus, was Sie erleben können, an den Generaldirektor, Herrn Eisenhower, zu übergeben. Herr Generaldirektor. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der neuen Nationalgalerie, zunächst darf ich mich bei Ihnen, liebe Frau Wessler, ganz herzlich bedanken für die Überlassung des Schlüssels zu diesem wunderbaren Gebäude. Leuchtend und hell erhebt es sich strahlend in der oft beklagten Ödnis des Kulturforums. Seine Wiedereröffnung lässt uns aber hoffen, dass das kulturelle und gesellige Leben nach dem herbeigesehnten Ende der Pandemie hier bald wieder Einzug halten möge. Der eingangs gesehene Film mit den historischen Aufnahmen der neuen Nationalgalerie hat uns aber auch daran erinnert, dass dieses Gebäude mehr ist als ein Museum. Es war immer auch ein Ort der Erinnerung und ein Ort der Hoffnung auf bessere Zeiten. Obwohl in seiner tempelartigen Anmutung von Stühlers alter Nationalgalerie inspiriert, waren beide Gebäude doch grundverschieden. Während der eine Bau auf der historischen Museumsinsel nach dem Wiederaufbau in seinen historischen Kontext neu eingebettet wurde, war die neue Nationalgalerie von Beginn an als solitäre Aussichtsplattform angelegt. Von dieser Aussichtsplattform richtete sich der Blick auf die umgebende städtebauliche und kulturelle Brache im zerstörten und geteilten Nachkriegs-Berlin. So war und ist die neue Nationalgalerie immer auch ein Erinnerungsort und so wurde sie von meiner Generation immer auch empfunden. Die strahlende Klarheit und die transluzide Struktur ihrer Architektur
machte uns die Nationalgalerie zu einem symbolischen Ort der Offenheit, der Freude und der freien Wissensgenerierung. Ihre Aura und ihre Zeitlosigkeit schufen im zerstörten und geteilten Nachkriegs-Berlin die angemessene Heimat für die Kunst des 20. Jahrhunderts, und sie begründeten in der Ödnis einen Ort, an dem die Schönheit beheimatet ist. David Chipperfield und sein wunderbares Team haben diesen Ort in seiner puren Schönheit neu erschaffen und für die Nachwelt gesichert. Dafür danke ich heute im Namen der Staatlichen Museen zu Berlin und der Nationalgalerie von ganzem Herzen. Und nun freue ich mich, den Schlüssel in meine Tasche stecken zu dürfen und zu probieren, ob die Türen damit dann auch aufgehen. Vielen Dank. Nun beginnt also mit diesem Schlüssel eine neue Phase für die neue Nationalgalerie und auch und besonders natürlich auch für den Leiter Joachim Jäger. Hallo. Nur damit Sie sich nicht wundern, das sind nicht die Originalmöbel, die kommen noch. Das sind Freischwinger, auch von Mies, entworfen 1927, dank Antonet für die Leihgabe. Herr Jäger, was bedeutet dieser Tag für Sie heute und was denken Sie, wie können und wollen Sie das Haus bespielen? Also es ist auf jeden Fall ein großartiger Tag. Das Haus sieht fantastisch aus und mein Dank gilt auch nochmal allen, die hier wirklich mitgewirkt haben. Nicht nur vielleicht den Großen wie Chipperfield und BBR, sondern auch den vielen kleinen Firmen, die an diesem Haus mitgewirkt haben. Es war ein großes Projekt und es sieht fantastisch aus. Und denen gehört allen auch wirklich der Dank an diesem Tag. Wir kriegen ja mit diesem Tag diese Ikone der amerikanischen westlichen Moderne zurück und damit natürlich auch ein Thema, das im Moment in der Kunst auch weit diskutiert wird. Wie gehen wir mit dieser westlichen Moderne um? Was verdanken wir dieser westlichen Moderne? Was sehen wir daran auch kritisch? Das wird sicher ein großes Thema sein. Dann wird in diesem Gebäude natürlich immer die Architektur eine große Rolle spielen. Wir haben eine eigene Webseite gemacht zum Gebäude, die heißt Neue Nationalgalerie Elements. Und wir haben mit Euroboden auch einen Partner an die Seite bekommen, mit dem wir sehr viele Architekturveranstaltungen machen wollen. Aber dieses Offene der Architektur hier ist für uns auch so ein Leitmotiv, eben auch offen zu sein nach außen, eine breite Bevölkerung, ein breite sozusagen Publikum einzuladen und zu aktivieren. Wie die Vermittlerinnen in unserem Museum haben auch dafür ein Programm entwickelt, zum Beispiel für den Sommer ganz explizit auch ein großes Programm für junge Menschen entwickelt, für Jugendliche. Das ist ja schon mal neu. Und ansonsten prinzipiell es weiterführen wie bisher oder gibt es auch neue Richtungen? Ja, also Mies van der Rohe hat dieses Gebäude ja sehr klar angelegt in einem Ausstellungshaus, in einer Ausstellungshalle und einem Sammlungsgeschoss. Und das werden wir dann auch weiter so betreiben. Unten wird die Sammlung einziehen und hier oben werden sehr besondere Projekte entstehen. Aber trotzdem möchte ich das Haus noch viel stärker zu einem Museum des 20. Jahrhunderts machen. Auch wenn wir hier mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern arbeiten, möchte ich immer wieder diesen Rückbezug auch auf dieses wichtige, prägende 20. Jahrhundert machen. Und vielleicht zwei Beispiele. Wir haben Anne-Theresa de Kersmerker, die große belgische Choreografin, eingeladen, hier eine große Performance zu machen. Und sie bezieht sich explizit auf die Kunst von Brancusi. Oder die Filmkünstlerin Rosa Barber, die hier zur Eröffnung eine große Filminstallation machen wird, wird sich auf Mies van der Rohe und auf ein frühes Haus von Mies beziehen. Und so kann ich mir das eben vorstellen, dass man immer wieder auch Bezug nimmt auf die Geschichte, auf das 20. Jahrhundert. Es wird ja so oft gesagt, dass diese Ausstellungshalle eigentlich ein Kunstwerk per se ist und andere Kunst es hier schwer hat. Wie gehen Sie damit um? Ja, es ist natürlich schon ein herausfordernder Ort, aber gerade deshalb sind hier auch natürlich ganz tolle Projekte und herausragende Projekte entstanden. Wir werden hier zur Eröffnung, das hatte Herr Partzinger schon gesagt, Alexander Calder zeigen, ein Künstler, der über 50 Jahre lang in dieser Stadt nicht zu sehen war. Es wird eine sehr besondere Ausstellung, sie heißt Maximal Minimal, mit ganz kleinen und ganz großen Objekten. Es geht im Wesentlichen auch darum, dass Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit gegeben wird, diese Raumerfahrungen, die mit den Calder-Skulpturen verbunden sind, auch selbst zu erfahren und Skulpturen auch selbst zu aktivieren. Und dafür ist wiederum diese Halle als offene Bühne ein sehr idealer Ort. Die Sammlung wird wieder im Untergeschoss einziehen. Wie werden Sie sie in Zukunft zeigen? Also die Sammlung hat ja eine sehr besondere Geschichte, ist zusammengewachsen aus Ost und West. In den beiden Teilen der Stadt hat man unter anderen Gesichtspunkten, unter anderen Blickachsen gesammelt. Das spürt man in der Sammlung. Die Sammlung verbindet aber auch ein starkes Element der
Sozialgeschichte und ja, überhaupt der Bezug auf Geschichte. Und deswegen möchten wir die Sammlungspräsentation im Sommer, mit der wir hier unten groß eröffnen, auch Kunst der Gesellschaft nennen. Es geht also um die Kunst von 1900 bis zum Zweiten Weltkrieg und Kunst der Gesellschaft mit all den verbundenen Fragen, die damit auftauchen, um welche Gesellschaft geht es, wer ist dargestellt, wer ist nicht dargestellt, auch der Frage, was hat das mit uns heute zu tun? Wir haben zum Beispiel auch Gäste eingeladen, die aus einer ganz anderen Biografie heraus, einem ganz anderen Lebensumfeld heraus auf diese Sammlung blicken und vielleicht, das hoffen wir, völlig neue Perspektiven eröffnen. Wir glauben, dass es sehr spannend werden wird. Ja, hört sich so an. Wir sind sehr gespannt, freuen uns sehr, sehr auf all die nächsten Jahre, die wir hier mit Kunst in der neuen Nationalgalerie erleben können. Ihnen Glück und den Besuchern hoffentlich auch Glück, dass Sie bald hier hineinströmen können. Vielen Dank.